So, ihr Lieben, heute ist die Nacht der Nächte. Es ist 22.50 Uhr. Wir machen unser Grillprojekt. Es wird Pulled Pork geben. Jetzt geht's herbei. Der Schweinenacken ist seit gestern mariniert und wartet auf den Einsatz. Grillthermometer und Späne liegen bereit. Wir schwenken mal kurz rüber und schauen, wie weit die Kohlen sind. Ja, ist auch gleich soweit. Der Hund ist müde. Ich bin's nicht. Eventuell mein Nachtlager heute. Und der Grill ist vorbereitet. Ja, dann starten wir mal das Projekt Pulled Pork. Ich denke mal, summa summarum rechne ich mit mindestens 15 Stunden Grillzeit. Ich nehme euch mit auf meine Reise. So, der offizielle Start ist jetzt also um 23 Uhr. Fleisch liegt auf dem Grill, Grillthermometer ist eingesteckt. Gewässerte Apfelholzspäne, die gerade so ein bisschen als Flamme hochzüngeln, bringen uns das Raucharoma. Und jetzt machen wir den Deckel zu und versuchen über 15 Stunden lang ca. 100 Grad im Grill zu halten. Es ist jetzt 2 Uhr. Schauen wir mal. Temperatur auf dem Grill knapp über 100 Grad, so muss es sein. Riechen tut es auch lecker. Warten wir ab. Jetzt haben wir es gleich 4 Uhr. Und Kontrolle, Stückchen über 100 Grad, alles perfekt. Kerntemperatur hat aktuell 69 Grad, auf 95 müssen wir. Läuft alles nach Plan und wir haben noch ganz viel Zeit. Mittlerweile ist es 8 Uhr morgens. Ich muss ja noch nicht im Stundentakt mein Fleisch zeigen. Die Temperatur im Grill ist ein ganz klein wenig unter 100 Grad gekommen. Deshalb machen wir hier nochmal schnell 8 Kohlen nach. Aber es ist was Interessantes passiert. Die Kerntemperatur vom Fleisch ist auf 68 Grad gesunken. Ist aber völlig normal. Wir brauchen Geduld. Jetzt ist es mittags, 12:45. Wir haben eine Kerntemperatur von 73 Grad. Müssen wir erstmal wieder ein paar Kohlen auflegen. Der Regen von der Nacht hat aufgehört. Ja, und hier haben wir unseren Klumpen Fleisch. Ach so, ich hatte ganz vergessen, natürlich kommt noch eine Schale mit Bier darunter. So, Kohlen nachlegen zum weiß ich wie vielten Mal jetzt schon. Aber ist nicht schlimm. Macht man halt. Ja, unser Fleisch ist ein bisschen kleiner geworden, aber das war zu erwarten. Wie gesagt, Kerntemperatur ist jetzt bei irgendwas 72, 73, 74 Grad, ist ja auch egal. 95 brauchen wir und ich fürchte, es wird noch sehr lange dauern. Jetzt haben wir 16.30 Uhr, sage und schreibe 17,5 Stunden später. Ja, was soll ich euch sagen? Mein Fleisch hat mir einen Streich gespielt. 79 Grad haben wir immer noch. Es gab eine zweite Plateauphase bei 80 Grad. Die Temperatur ist wieder ein Stückchen runtergegangen. Es heißt Geduld, Geduld, Geduld. Jetzt ist es kurz nach 19 Uhr. Endlich der erlösende Pieps. Wir haben die Kerntemperatur erreicht. Es ist kaum auszuhalten. Nach 20 Stunden ist unser Pulled Pork fertig. Ich werde verrückt. So, Thermometer raus. Erstmal so ein bisschen an den Rand. Und dann, ja, gut heiß ist es. Uiuiui. Der Mann am Grill braucht Finger aus Asbest, aber egal. Oh, ist das weich. Alter Schwede. So, das Ding kommt jetzt erstmal noch in Alufolie gewickelt. Da muss der Klops dann nochmal, naja, ich denke mal eine halbe Stunde lassen wir ihn ruhen. Und dann können wir ihn
dann können wir mit dem Zerreißen beginnen. So, mein kleiner Klops. Nun haben wir es geschafft. Ah, cool. Jetzt kommt der Moment, wo wir unseren kleinen Klops auswickeln und schön zerreißen werden. Ich bin gespannt, wie es wird. Guckt euch das an. Lässt sich das pellen? Ist ja butterweich, das Ding. Ist das schön. Na, die 20 Stunden haben sich gelohnt, um das Fleisch auf die 92 Grad haben wir es am Ende gehabt, 92 Grad Kerntemperatur zu bringen. Saftig, glitschig, guckt euch das an, wie das in den Gabeln hier glitscht. Ganz, ganz perfekt geworden. Ist das schön. Gestern Abend, 23 Uhr der Start. Heute insgesamt 19.30 Uhr mittlerweile. Können wir auseinanderpulen und dann wird gegessen. Oh, sieht so aus, als wenn es für mehr wie einen Tag reicht. Und jetzt baut sich mein Lieblingsburger zusammen mit meiner Barbecue-Soße. Darauf kommen jetzt schön die Fleischstückchen rauf. So. Und zu guter Letzt noch die, was ist das eigentlich? Snackdressing. Schön drüber geschmaddelt. Und dann können wir schnabulieren, Leute.